Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblinstone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Goblinstone. Jo, beim letzten Mal wurden wir von gigantischen Räten auseinandergenommen. Es wird traurig und eine schlimme Erfahrung für uns. Wir haben viele Goblins an denen verloren. Mit diesen Rattenhänden lege ich mich nicht nochmal an. Zumindest nicht, bis ich ein wesentlich mächtigeres Team habe. Das setzt voraus, dass ich die Guides eventuell dann auf Level 4 habe. Weil das schien ja wirklich mega heftiger Boss zu sein. Naja, nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt in das neue Gebiet vordringen. Wie ihr seht, habe ich meine Party noch nie angepasst. Das wollte ich jetzt eben schnell machen. Ich weiß, mein Verteidiger hat echt wenig Leben, aber er soll ja sowieso hauptsächlich blocken. Also unser Hauptziel ist auf jeden Fall heute auch die Akolyten-Guild zu bauen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Holz. Und das kriegen wir auch dort, wo wir jetzt hin wollen. Nämlich in den Greenshaws. Da haben wir nur Menschen vor uns. Das heißt, den Beastbane, den brauche ich nicht. Der Beastbane-Bow hätte beim Red Hand wahrscheinlich einen wesentlichen Unterschied gemacht. Weil der macht ja bei so Tierviechern massiven Schaden. Aber ich glaube, ohne einen Akolyten hätte man das so oder so nicht besiegen können. Weil man muss die negativen Effekte, die einen verpasst werden, halt durchgehend wegmachen können. So, welchen Bonus kriegen wir diesmal? Jeder hat 12% mehr. Und wo will ich lang? In der Mitte kriege ich einen Goblin. Aber hier oben können wir harvesten. Hat eine schwere Entscheidung. Na, da wir Zeug brauchen, bin ich eher fürs Harvesten. Er hat sich nicht umgedreht. Schau mal, dass ich ihn beschütze. Weg mit der Abwehr. So, draufhauen. Instakill. Lieber den Double Shot. Jawohl, sie targeten ihn jetzt. Perfekt, dann kriegt er auch den Schild. Langsam, und zwar auf genau den, den ich haben will. Armor ab. Acker. Abwehr zumindest runtergeprügelt. So, einmal, dass der eine Schlag abgefangen wird. Ich an meinem Finger. Bam. Ja, wir sind im Brutalo los. Der so übelst viel Schaden raushauen kann. Du kriegst von mir die Falle. Und jetzt wird reingehauen. Jawollo. Der ist auch gleich down. Jetzt ist es nur noch einer. Tschüss.
Easy. Ey, im Ernst, das war's doch noch nicht. Mach mal die Chance duken auf ihn. Das dismanteln wir. Hat irgendwer ordentlich Schaden kassiert? Nö. Erst das war's doch noch nicht mit dem Gebiet. Guck mal da hinten. Alter, ist das Gebiet kurz. Ich glaube, ich gehe noch mal rein. Akolyt galt. Was haben wir denn hier an Abilities? Ah, okay, wenn man gerade wütend ist, ist das mächtig. Das ist ein richtig starker Angriffszauber. Das in Kombination damit. Das ist doch wesentlich besser als das hier. Es macht nicht mal so prozentual, sondern wirklich den ganzen Spirit. Das ist ein richtig krasser Heilzauber. Der ist auf jeden Fall gekauft. Ich würde das hier mir dann noch holen und dann gegen den Prayer austauschen. Auch wenn er das ganze Team heilt, der braucht ein bisschen Arklang. Nee, wir tauschen es gegen den Schild. Ich finde den Schild jetzt nicht so wichtig. Okay, sie kriegen 5 Max-Leben jetzt mehr und plus 0,3 Power pro Bild. Wenn ich direkt wieder zu Queen schaue. Hier ist sogar jetzt eine richtige Quest. Jetzt würde sich das Beastbane lohnen. So, ich habe jetzt den Beastbane Bow statt der Dunkfalle. Range Attack machen mehr Schaden. Das ist sehr nice. So, wo will ich denn überhaupt lang? Oben lang, weil wir dort einen neuen Goblin bekommen. Und weil wir auch dort harvesten können. Ist das ein Necronomicon? Decent harvest. Mysterious book. A faint voice emerged from the book, addressing the goblins. Might there be a scholar among you? It whispers. I haven't been read in quite some time. Some try, but most are irksome. Unmannerly page skimmers. Frustration evident the book's tone. You suddenly notice dry bloodstains on some of its pages. Barely does anyone truly understand me. The book continues. I have a good feeling about you, Hope. Okay, ich brauche 5. Ich brauche jetzt Mind. Ich habe gute Chancen. Ah nee, ich hätte es gar nicht machen können. Guck mal, ich habe sogar das Höchste, was ich haben kann. The goblins dare to open the age tome, but its cryptic text proved elusive to their comprehension. A sudden rough and quite echoed. Foolish dunderheads. My wisdom is squandered on you. T-sharp as daggers emerged from the book. As it slams shut in snarling the goblin's hand, blood staining its pages. In a desperate struggle, the goblins break free, only to witness the book vanish into the shadows. Also ich hätte das gar nicht mitnehmen können. Na komm, ich habe nur ein bisschen Leben verloren. Und wir gehen zu den Goblin, das steht außer Frage.
Wir wollen ja auch ein paar neue Trades haben. Er hat den neuen, er hat sogar zwei neue. Ferocious plus 3 Power. Ich weiß nicht, was das bedingt bringt. Aber ich nehme ihn mal. Ich schicke ihn aber nach Hause. Aber wir haben zwei neue Gene damit bekommen. So, ich würde auf jeden Fall sagen, wir gehen oben rum wegen dem Guru. Unten könnten wir zwar einmal harvesten, aber ich finde den Guru. Obwohl, ich sehe gerade was anderes. Also ganz schwach hier unten, da ist ein Goblin. Na gut, dann never mind, dann gehen wir nach unten. Wir haben immer die Chance, dadurch neue Trades zu bekommen. Ich warte, bis er sich nochmal umdreht. Die Chance bestand. George! Ich liebe den Charge-Move. Der sieht immer so extrem aus. Devious Shot. Okay, ich weiß, wen ich defenden muss. Das ist eine richtig gute Heilung. Ich expose den. Sorry, Leute, ich musste kurz zur Tür. Da hauen wir drauf. Das war ein guter Crit. Tatsächlich mache ich mal den Slicing Dagger. Dann ist das Protection weg. Warum kann ich jetzt nicht durchswitchen? Intercepten den da. Tschüss. Ich sagte du und tschüss. Down with you. Er spricht meine Gedanken aus. Aua. Nein, ich brauche den Heal. Ich brauche ihn gerade dringend. Braucht nur einer wirklich gerade einen Heal. Aber dann würden alle einen Heal bekommen. Ihn will ich auf jeden Fall mal exposen. Dass er keine Abwehr mehr hat. Dann kann er auch meinetwegen gerne dazwischen hüpfen. Schütze dich, mein Freund. Oh, ich habe den hinten doppelt getroffen und sogar beide gekritzelt. Richtig nice. So, draufhauen. Der nächste Hit killt ihn. Sag ich doch. Werfe ich ihm am Messer entgegen, dann sollte er eigentlich auch sterben. Kann ich den jetzt ignorieren?
Bisschen Schaden für dich. Das nur das Negative weg? Nee, es macht Positives auch weg. Ich halte mich gerade extra zurück, weil ich den hier noch haben will. Ja, ein bisschen was an Heilung. Der ist cursed. A dark spirit whispers. Also einmal kriege ich wahrscheinlich safe. Imbued with fell magic. Ich gehe den Schrein weg. Ich will es gar nicht riskieren. Wenn der Curse durchgeht, dann bin ich einen Goblin los. So, du hast Brot und Command. Hardhead, das ist neu. Stun Resistance. Warum kann ich eigentlich immer nur einen mitnehmen? In Hinsicht auf Kampf wäre oben besser. Da ist wieder so ein Curse-Ding. Mehr Stärke, mehr Geschwindigkeit. Oh, Heilung verbessert. Um 90% nochmal eine zusätzliche Heilung. Ich würde sagen, diesmal gehen wir unten rum, oder? Komm, lauf in die andere Richtung. Ja! Zumindest bei zweien. Dich beschützen. Und er soll bluten. Oh, ein Crit. Peaks. Ich sehe, jetzt habe ich das Beastbane dabei. Kann es aber nicht anständig nutzen. Einfach provisorisch schon mal einen Heal machen. Ich kann genau die beiden slowen, die am nervigsten sind. Der Defender und der Brute. Es war so klar, dass ihr ihn angreifen wollt. Das war so klar. Ich würde auch immer den Healer bevorzugen, tatsächlich. Den anzugreifen. Ist auch das Intelligenteste, was man machen kann. Die wollen eh ihn angreifen. Brauche ich weder intercepten noch das andere. Weil er wird sowieso getargetet. An Redraw. Autschen. Du, keine Abwehr. Das ist illegal. Jeebejeebies. Bevor er seinen Megaschlag macht.
Aua. Pam. Crippling Strike. Ein Dagger sollte für den ausreichen. Ich weiß schon, warum ich mal provisorischen Heal gemacht habe. Er ist ein echt guter Healer, muss man sagen. Den Defender kann ich ignorieren, der stirbt an der Blutung. Wacky. Komm. Ach, verdammte Axt. Zum Glück rastet der nur aus. Auch wenn er ein bisschen länger dafür hinten sitzt, die Heilung, die hat's echt drauf. Ihn verteidigen, allein schon wegen Mortal. Den Beastballing kann ich ihn zum Glück auch da hinten angreifen. Komm. Ach, warum aktiviert die sich nicht? Jetzt ist die Falle useless. Das war unnötig jetzt gegen Ende. Die hätte vorher hochgehen müssen. So war es unnötig. Double Shot. Ich weiß schon, warum ich hier die Waffe weggenommen habe. Gleich kommt man nicht in den Laden. Dieses blaue Leuchten, das kann einem so leicht übersehen, ne? Hone their skills, for they will be tested. Ja, ein ultimativer Angriff wäre nicht schlecht. Nochmal die Chancen, einen weiteren Decker zu werfen. Und mehr Abwehr. Die Stun-Chance kriegt er für dieses Soul-Gel. 20 pro Kill. Das darf er haben. Dass er nicht automatisch sortieren kann. So, was für ein Gegner haben wir vor uns? Gefühlt habe ich den Beastbane umsonst mitgenommen. Hätte ich auch die Falle mitnehmen können. Oh, der ist allein. Ach, das ist der Innkeeper, dem wir damals seinen Job gekostet haben. Der ist sauer. Ach, schade. Zwei Dagger, aber nur einer hat funktioniert. Ja,
Einfach schon mal. Ne, warte mal, wenn ich Purify mache, hat er keinen Haste mehr. Aber dann wäre auch das Bluten weg. Ich mache einfach schon mal voraussichtlich den Prayer. Was macht das bitter? Ich würde gerne wissen, was seine Effekte machen. Ah, der Bitter Slam, der macht so viel Schaden, wie der Bitter hat. Aber auch genau diese Zahl. Chop. Das kann ich doch bestimmt mit Purify wieder wegmachen. Ich zeige dir den Finger. Nee, aber zumindest Haste habe ich weggemacht. Tja, das hat nicht funktioniert, ne? Und jetzt mache ich den hier. Double Shot. Obwohl, eigentlich muss ich einzelne mächtige Angriffe machen. Weil er Bitter ja sonst anstaut. Angriff! Nimm mal die Falle. Beide Messer haben nicht funktioniert. Nur dieser bittersten Angriff ist heftig. Komm. Hat um Hilfe geschrien. So oder so macht das mehr Schaden als mein eigener Angriff. Ich will den Innkeeper loswerden. Zeig dir den Finger. Was sagst du dazu? Angriff. Aua. Ja, ich hätte ihn gern mal bitte auf langsam. Das war guter Schaden. Die Daggers haben den Vorteil, dass sie das Bitter nicht auslösen. Deswegen versuche ich ihn die ganze Zeit bluten zu verpassen ohne Ende. Fall um.
tot. Ich würde den hier gern doch noch durchbekommen. Hex. His defeat is as bitter as his futile quest for vengeance. Er wollte Rache, aber er bekam sie nicht. Hier sind meine Ork-Freunde. The goblins arrive at the Orkish stronghold. Awed by such a prodigious undertaking, a colossal bastion rises around them. Their ears met with sonorous drumming as hammers fall and stone is set. The orcs hailed their coming with greetings bellowed from atop brickworks and towers. Once settled, the orc commander brings out a familiar charred scroll, the very same parchment bequeathed to him by his dying kinsman at the prison camp. It states that the orc stone, a precious relic once lost to legend, has been located. There is no seal to show whose hand appears upon the missive. Recalling the fallen young orc who pilfered it from the warden's quarters, the orcs are certain that the letter is of great import. However, before they can spare any effort to reclaim the orc stone, they must first focus on reuniting the fragmented orcish tribes scattered across the hinterlands. The orc commander explains his plan to reunify the settlements beneath the banner of a single stronghold. He spreads an old, tattered map upon the table and presses a finger over the village of Brightwood. The goblins offer to travel there as emissaries to deliver the joyous news that their leader has returned to call them home. Okay. Das machen wir dann mal mit ne Ork-Freunde. Einer wurde verletzt, aber niemand ist gestorben. Und dass niemand gestorben ist, ist ja sehr gut. So, dann können wir das hier jetzt auch direkt aufwerten. Mehr das schon mal erledigt. So, wir haben eine neue Mission bekommen. Jetzt müssen wir zu Brightwood. Aber ich würde sagen, das ist eine Sache, die wir beim nächsten Mal erledigen. Machen wir hier mal einen weiteren Raum. Schon mal als Vorbereitung. Vielleicht sollten wir mal hier aus den Quarters welche entlassen. Dass ich hier die Baracken wieder befüllen kann. Naja. Ich würde sagen, das sind Sachen, die kann ich alles beim nächsten Mal entscheiden. Oder offscreen, je nachdem, zwischen den Folgen halt. Dass ich sage, ja, ich schmeiß die raus oder nicht. Alle Sachen, die man bis zum nächsten Mal, beziehungsweise beim nächsten Mal machen kann. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen, Leute. Wenn ja, kennt ihr den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen und vielleicht auch einen Kommentar. Dann weiß ich ja immer generell, was euch so gefallen hat. Seit wir in dem neuen Gebiet sind, tut es mir leid, dass die Folgen ein bisschen länger geworden sind, aber daran kann ich auch nichts ändern.
Ich wollte die Folgen ja eigentlich kurz halten, aber jetzt sind sie mittlerweile alle mindestens 30 Minuten lang. Was gar nicht so wirklich mein Plan war. Naja. Ich sag dann jetzt hier mal ciao und bis zum nächsten Mal.